Chaos macht Spaß! Aber das war vielleicht ein wenig zu chaotisch. Okay, Spaß beiseite. Wir bringen ein wenig Ordnung in den Countdown Chaos Jam. Aber es bleibt natürlich chaotisch. Keine Angst. Wichtige Änderung: ähm, Der Countdown Chaos Jam startet nun in circa 14 Tagen. Das heißt, am 17.05. Natürlich 2024. Ähm, warum? Warum wurde der jetzt ein wenig vorverlegt? Er wurde vorverlegt, weil wir da ein kleines Problem haben. Und zwar veröffentlicht das Forum, das Game Dev Café veröffentlicht die Themen für, die, für ihre Jams, für ihre Events bereits. Einige Wochen vorher. Das bedeutet, die Mechaniken, die 20 Stück, sind bereits veröffentlicht. Das wusste ich nicht. Da gab es leichte kommunikative Probleme. Ähm, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Mir wurde das nicht so explizit mitgeteilt. Und ich wusste nicht, dass das Forum das immer schon so macht. Okay, da gab es ein paar Probleme. In Zukunft weiß ich es besser und dann ist das auch vollkommen fein. Ähm, genau, die Themen sind bereits bekannt und da gab es dann einige Diskussionen darum, dass ja bereits angefangen werden könnte ähm, und vor allem auch, weil bereits Grafiken erstellt werden dürfen. Und das ganze, die ganze Problematik dahinter haben wir in ein Statement geschrieben. Also es gibt ein offizielles Statement im Forum. Da steht alles drin. Könnt ihr durchlesen. Ist alles verlinkt. Die Regeln sind verlinkt. Das Statement ist verlinkt. Ihr könnt euch alles ganz in Ruhe durchlesen. Ihr könnt euch die mega geilen aber witzigen Mechaniken durchlesen, von denen ihr mindestens drei wählen müsst für euer Spiel. Und dann könnt ihr in circa 14 Tagen loslegen am 17.05. Schreibt euch das auf, da könnt ihr dann durchstarten und Gas geben. So, aber noch eine kleine wichtige Info oder eine Bitte, sagen wir es eher so, an euch. Es sind Fehler passiert und Fehler wurden eingeräumt. Und wir haben daran gearbeitet. Es gab Diskussionen im Forum, es gab Diskussionen im Discord, es gab Diskussionen überall. Es war Stress, es war nervig und wir haben das jetzt durchgestanden, okay? Und wir haben ge geguckt, wie wir das jetzt verbessern können, die Situation. Das haben wir, denke ich mal, mehr oder weniger geschafft. Und ich hoffe, oder nein, ich bitte euch darum, nicht ins Forum zu gehen, nicht irgendwie hier in die Kommentare, entweder weder hier noch noch hier noch sonst irgendwo Stress zu machen, macht es einfach nicht. Wir hatten genug Stress. Die Organisation dieses Events hatte wirklich genug Stress die letzten Tage. Vertraut mir, vertraut mir da wirklich. Ähm, wir haben es verstanden und wir haben da jetzt ein bisschen entgegengelenkt, okay? Mehr ist nicht drin, mehr ist nicht möglich. Lasst uns einfach zusammen Spaß haben. Geht nicht ins Forum, macht keinen Stress. Schreibt hier nicht in die Kommentare irgendwelchen Quatsch unter dem Video. Geht nicht in irgendeinen Discord und schreibt da irgendeinen Quatsch. Lasst es einfach bleiben. Macht bei dem Event mit. Lasst uns gemeinsam einfach richtig, richtig Spaß haben und ein cooles Event feiern. Ähm, ja, wir geben uns wirklich Mühe, dass ein tolles Erlebnis für alle Teilnehmer wird. Okay? Danke für eure Aufmerksamkeit. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Tschüsseli!